letzten Zettel ziehen. Wenn du ein krasses Match ziehst, dann kriegst du auf jeden Fall einen Drink von mir. Aber das Match muss krass sein. Erster Zettel. Du kriegst auf jeden Fall nachher einen Drink von mir spendiert. Macht mal Lärm für KLI gegen 99! Champion aus Nürnberg. Ja, was geht? Gegen 99. Auf jeden Fall versprochen, nicht, dass du abholst, Alter. Ich warte mit dem Drink, Alter. Wenn du abhaust, Alter, ich bin richtig sauer, Alter. Dann trinke ich den alleine, Alter. Ach, ihr habt schon Shang 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 gemacht? Ach so, wer fängt awkward an? Wer fängt an? Du fängst an. Ich will alle Hände oben sehen. 2 bis 3 Minuten Freestyle. DJ Pete, let's go! Alle Hände für ja, die Rapper. Ja, Berlin. Alle Hände für die Rapper. Du Spaß kommst mit Skaterklamotten. Ich geh von dir weg, weil du AIDS hast, du Fotze. Von seiner Mama vererbt. Ich komm vorbei und du nimmst Bleche am Bratterstern. Ja. Check das aus, Dicker, wenn ich wieder rap. Ich hab AIDS, Bruder, du hast Hepatitis A bis Z. Oh, hast dein Leben verpennt. 99, Dicker, ich bin 100%. Wenn ich rappe, gibt es dich jetzt nicht mehr. Ich hab Hepatitis mit deiner Schwester verkehrt. Digga, sie ist die größte Fotze ihrer Stadt. Digga, du rappst so schlecht wie Drop Dynamics Judge. Check das aus, Dicker, wenn er wieder spinnt. Was chill mit meiner Schwester, Bruder? Ich bin Einzelkind, yo. Ah, und ich bleibe jetzt der Chef. Das ist das Resultat von 5 Jahren Crystal Meth. Digga, du bist hier einmal ein Verlierer. Du bist Einzelkind, weil ich deine Schlampe kastriert hab. Ah, da kommt nichts mehr raus. Ich komme kurz vorbei und habe deine Fotze missbraucht. Check das aus, Dicker, ich will wieder rappen, will dich beschneiden, aber dein Uterus kann man nichts mehr retten. Oh, yo, in deinem Bad verstecken sich paar Vögel. Guck mal an, Kaeli, dich mit deiner Mama Vögel, yo. Digga, du bist für mich ein niedlicher Spaß. Ich beschneide ihn und hacke ihm die Klitoris ab. Willkommen in Westafrika. Digga, du bist süß wie Baklava Amana. Baklava, Digga, ich sag Amana. Guck mal an, Digga, wenn ich dich dann wieder mal am Hacken bad, yo. Digga, du kannst das so hinstellen, er hat so einen fetten Bauch, da kann man ein Bier drauf abstellen, yo. Du bist in der Schule, machst täglich die Hausaufgaben. Deine Freundin ist so ein Hund, sie muss bei Rewe draußen warten. Ah, und bei mir hat deine Frau geblasen. Ey, ich muss früher aufstehen, niemals ausgeschlafen. Ich geh in die Schule, Bruder, wenn du meinst. Nein, ich habe studiert, Bruder, Bachelor of Rhymes, yo. Ah, Digga, du hast so verkackt, deine Bitch, sie bleibt nackt, Digga, rappe im Takt, yo. Ey, ich hab deine Frau mal kurz zerstört. Mit dieser scheiß Tasche siehst du aus wie ein Kontrolleur. Oder wie ein beschissener Zivi. Ich komm vorbei und kiff einen dicken Aktivi. Er bringt nen Text, es gibt keinen Applaus. In dieser Tasche ist der Schlüssel zu deinem Haus. Ich sperre auf, nehm die Sachen raus und gebe sie dann Ali, das erste für mich verkauft, yo. Kennt ihr diese Rapper, die nur Scheiße reden? Da drin ist deine Ehre. Sie war niemals da, ich komme kurz vorbei und ficke deinen Vater in Arsch. Check das aus, Digga, will dich umrunden. Bruder, deine Ehre, die ist da unten, yo. Ah, Digga, ich bleibe fresh. KLI immer noch die beste Sash, yo. Ey, ich fick dich in Po, du scheiß Hure. Und geh nach unten, um dein Niveau zu besuchen. Denn da bist du zu Hause. Ich komm vorbei und werde deine Ische missbrauchen. Guck mal an, Digga, mach jetzt denn die Kerne groß. Ich bin arrogant und trage weiter Nase hoch, yo. Digga, dich hab ich nicht gesehen. Check das aus, du würdest jetzt wieder nach Ehre flehen. Ich komm kurz vorbei und gebe dieser Frau ne Schelle. Du hast gefärbte Nägel und trägst eine Dauerwelle. Ah, du bist beim Frauenfriseur. Ich rappe kurz vorbei und Digga, dieser Sound ist gestört. Check das aus, fick dich von Berlin bis nach Dänemark. Yeah, ich bin immer noch beim Berber jeden Tag. Guck mal an, ich ficke dich, habe noch die Haare schön. KLI, 99, Bruder, du kannst jetzt gehen, ah. Digga, ich bin ewig hier die 1 und du nur Nummer 2, das steht schon auf dem Mic. Ich liefer grad jedem die Beweis, ich komme kurz vorbei und du kriegst eine geklebt, du scheiß Mikes. Guck mal Land. Yo. Yo, yo Jungs, gebt es mal Applaus, er bringt so scheiße Bass, ja der Beat, der geht aus, yo. Ah, Digga, er ist so fresh, guck mal an, KLI, ich hab dich gefickt, fick dich, yo. Vorbei, macht mal Applaus für dieses Match. Gebt euch Respekt. Die Lichter haben Pete geblendet. Waren die Lichter. So, angefangen in diesem dritten Match. Ihr beide habt jetzt eine ganz besondere Beziehung, ne?
Also, bitte wieder keine Stimmenthaltung. Jeder entscheidet sich für einen MC. Wenn ihr dafür seid, dass 99 besser war, dann jetzt bitte Lärm und Hände für 99 Berlin. Wenn ihr dafür seid, dass KI in die nächste Runde gehört, dann jetzt bitte Lärm und Hände für KI. Drop, wie hast du es gesehen? KLI gegen 99, KLI Champion in Nürnberg geworden, stabile Performance abgeliefert gegen 99, der ein super nices Match gegen Jizzy abgeliefert hat, was für Kontroverse gesorgt hat. Wir haben eine Diskussionsrunde darüber gemacht, wir haben auch beim heutigen Turnier beim A Cappella mal ein neues Voting-System ausprobiert. Das könnt ihr alles auch nochmal diskutieren, auch das Battle mit ihm und Jizzy. Diskutiert das gerne überall in den Kommentaren. Wir gucken auch rein, weil das interessiert uns wirklich. Man muss auch immer schauen, dass man Sachen so rückwirkend auch mal noch genau analysiert. Analyse eures Battles. Ihr beide auf der Bühne. Du kannst freestylen. Er hat es am Ende gewonnen. Also ich sah Jizzy knapp vorne. So die dritte Runde hat er gemacht. Ansonsten, es war, glaube ich, relativ ausgeglichen. Er war gut. Ich hatte gut einen im Tee. Ich habe lange nicht mehr gefreestylt. Dafür ging es ganz gut. Ja, muss mir nochmal angucken. Ja, wir haben auch die Zeit gut laufen lassen. Ich glaube, ihr wart dann doch so bei fast 3 Minuten, weil es auf jeden Fall auf einem guten Niveau war. Es ging hin und her und am Ende bist du in die nächste Runde eingezogen. Ja, hat auf jeden Fall echt Bock gemacht gegen 90 so. Ich fand ihn auch gegen Jizzy richtig krass. Hat mir dann Spaß gemacht, gegen ihn zu battlen. Wie gesagt, es ging hin und her, am Ende hätte er auch gewinnen können, so, weiß nicht. Und zum Bewertungssystem finde ich auch besser so, auf jeden Fall. So. Kommst du wieder auch ins Freestyle-Turnier? Hast du Bock darauf weiterhin? Ach Digga, ich bin ja keine 19 mehr, ich gehe jetzt in Frührente so, aber das Turban-Tape kommt im Februar, check das aus. Aber ich werde zu alt für Battle Rap, Digga, mit 20 muss man sich entspannen mal und zurücklehnen, Alter. Sehe ich ganz genauso, also bin ja jetzt auch nur noch Moderator.